Moin zusammen, herzlich willkommen zu Ran an den Herd, Küchengeheimnisse aus der Rindermarkthalle St. Pauli. So, ich stehe hier mit Mathieu Raoul. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke, ich freue mich. Wir machen was ganz, ganz Besonderes heute für unser Eins Pfannkuchen Krebs. Klingt immer schon sehr lecker. Wie nennt man das genau, was wir heute machen? Also wir machen eine Galette, vegane Zinnkäse-Galette mit Rotweinzwiebeln und karamellisierte Walnüsse. Das klingt unfassbar lecker. Ich würde sagen, wir fangen damit an. Wie fangen wir an? Was müssen wir machen? Also erstmal, wir müssen den Galetteig machen. Ja. Das ist allerdings ein veganer Galetteig. Mhm. Wir müssen den veganer Ersatz auflösen. 500 Gramm Bohrweizen mit 1 Liter Wasser. Ja. Mit Salz. Ja. Rühren mit der Eiersatz. Mhm. Dann still lassen. Das heißt, der Teig ist fertig. Und was würde dann als nächstes passieren? Jetzt, wir fangen an mit Rotweinzwiebeln, also mit die rote Zwiebeln. Ja. So. Das heißt, die einfach ganz normal schälen. Genau, genau, genau. 4, 5, das reicht schon. So, dann so. Kann man die gleich schneiden, ne? Mhm. Alles klar. Dann kommen die Zwiebeln da rein. Das heißt, und die werden jetzt ein bisschen angebrutzelt? Ja, ganz genau. Ein kleines bisschen Zucker reinmachen, ein paar Blätter Thymian, Balsamico-Essig und dann gleich kommt der Rotwein. Ne? Der besten zum Schluss. Gut, wir haben den Zucker in die Pfanne getan und dann muss man einen Moment warten und dann sieht man schon, es wird karamellisiert, der Zucker, genau. Es nimmt eine schöne braune Farbe an und dann muss man schnell sein, Mathieu, oder? Ganz genau. Also man darf nicht zu lange warten, sonst wird das angebrannt. Jetzt kommen die Walnüsse in die Karamellmasse. Und dabei mischen. Mhm. So, jetzt ist es fertig. Okay. So. So, wir sind jetzt fertig, wir kommen zum großen Finale. Jetzt werden alle einzelnen Zutaten zu einem großen Geschmackserlebnis zusammengeführt. Bitte schön. So, die Galette ist fertig. Ja. Man könnte es zusammenklappen. So, der Seite. Nehmen wir unsere veganer Ziegenkäse. Veganer Ziegenkäse. Dann kann man schon mal die warme Rotweinzwiebel drauf tun. Ne? Mhm. Und der letzte Schritt, die karamellisierte Walnüsse reintun. Ne? Herrlich. So, dann sieht man, der Zinnkäse schmilzt und kann man zusammen falten. So, jetzt das Galette ist fertig. Wow. Und guten Appetit. Vielen lieben Dank, das ist sensationell. Sehr gern. Was du hier gemacht hast. Ich kann es nur empfehlen, es schmeckt unfassbar lecker. Es ist einfach gemacht, es ist das perfekte Gericht.